Über Russlands Reaktion auf die US-Drohung, Langstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, berichtet die Berliner Zeitung. Russland hat nach der Zusicherung der NATO, dass sich die Ukraine auf einem unumkehrbaren Weg in das Militärbündnis befinde, eine sehr ernste Bedrohung beklagt. Am Donnerstag kündigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow daher Gegenmaßnahmen an. Russland werde die Entscheidungen und die Abschlusserklärung des NATO-Gipfels in Washington sehr genau analysieren und durchdachte, koordinierte und effektive Maßnahmen ergreifen, um die NATO einzudämmen, so Peskow. Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Donnerstag in Moskau. Die NATO sei nun voll in den Konflikt um die Ukraine verwickelt. Die NATO-Staaten hatten Kiew bei ihrem Gipfel am Mittwoch vergangene Woche weitere finanzielle und militärische Unterstützung im Kampf gegen die russische Armee zugesagt. Die NATO-Partner begannen zudem mit der Lieferung von länger zugesagten F-16-Kampfjets an Kiew. Aus den USA erhält die Ukraine ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem. Auch hatten am Rande des NATO-Gipfels das Weiße Haus und die Bundesregierung mitgeteilt, dass erstmals seit dem Kalten Krieg wieder US-Waffensysteme mit deutlich mehr als 2000 Kilometern Reichweite in Deutschland stationiert werden sollen. Diese würden bis nach Russland reichen. Vom Jahr 2026 an sollen demnach Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Überschallwaffen für einen besseren Schutz der NATO-Verbündeten in Europa sorgen. Der Beginn der geplanten Stationierung liegt mehr als ein Jahr nach der US-Präsidentenwahl im kommenden November. Ein möglicher Präsident Donald Trump könnte sie also rückgängig machen.